Hallo und herzlich willkommen bei Tipps und Tricks in Games of War. Heute geht es um das Wochenevent Schuppen der Gerechtigkeit. Mein erster Tipp für euch: Schaut nach, ob ihr in den Belohnungen schon ein Abzeichen des Streites bekommen könnt. Das macht 40% mehr Zauberschaden für alle Einheiten im aktuellen Event. Wenn ihr Glück habt und eure Gilde sehr gut voran ist, könnt ihr sogar schon den Orden des Streites herstellen. Dafür braucht ihr allerdings 9 Token des Streites, aus denen ihr wiederum 3 Abzeichen des Streites macht und einen Orden des Streites. Also guckt unter Belohnungen. Ihr müsst mindestens die ersten 6 Stufen freigeschaltet haben in der Gilde, um ein Abzeichen zu bekommen. Ich habe jetzt noch im Shop die ersten 3 Stufen mir gekauft, um dann auch noch der 1 Token, 2 Token und 3 Token, um dann halt ein Orden zu bekommen. So, jetzt zeige ich euch anhand des Kampfes gegen die Viper Level 150, wie das Team, was ich habe, funktioniert. Das Team besteht aus Leben und Tod. Es verursacht Warenschaden gegen die Feinde, gegen die letzten 2. Königin Beatrix verursacht ebenfalls Warenschaden gegen alle, aber Streuschaden. Königin Titiana haben wir drinne wegen der letzten Fähigkeit Sommerschleier, denn sie verursacht bei einem zufälligen Feind, bei 4 oder mehr Kombinationen von Edelsteinen, Feenfeuer, was halt 50% mehr Schaden bei der Einheit verursacht dann. An letzter Position haben wir Malkandessa, sie verwandelt gelbe Edelsteine in grüne. Und sie startet den Kampf mit vollem Mana. Die letzte Einheit ist quasi dazu da, um König Beatrix schnell aufzuleveln, also hier vom Mana hochzukriegen. Als Banner haben wir das Pilzbanner aus dem Königreich Amitrax. Und die Klasse ist bei mir der Erzmagier. Wie die Einheiten funktionieren, zeige ich euch jetzt anhand des Kampfes gegen die Viper Level 150. Als erstes gucken wir irgendwie, ob wir eine grüne oder gelbe Kombination sehen. Wie jetzt zum Beispiel hier. Könnte man jetzt nach oben machen, aber wir können auch gleich unten Malkadessa zünden. Und ihr seht, jetzt ist schon Königin Beatrix aufgeladen. Zünden. Wir haben hier noch eine 4er grün. Königin Beatrix wieder. Und ihr seht, der Großteil des Kampfes geht halt über Königin Beatrix. Da ist auch nicht schlimm, wenn dann sowas passiert, weil Königin Beatrix kümmert sich um alles. Ich hätte auch oben das Leben und Toten nebenbei zünden können, dann wäre er nicht gestorben, die Einheit, sondern hätte da noch Leben gezogen, aber im Großen und Ganzen, so funktioniert mein Team beim Schuppen der Gerechtigkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch ein paar Kommentare schreiben, was euch nicht gefallen hat, falls euch was nicht gefallen hat. Ihr könnt mich auch abonnieren, da ich regelmäßig Videos zu Games of War mache. Ich danke fürs Zuschauen und freue mich, euch das nächste Mal hier wieder sehen zu dürfen. Ciao, ciao!